Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Und dieses Mal haben wir uns aufgemacht nach China, nach Peking, in die verbotene Stadt und haben uns das gleichnamige Spiel Forbidden City, erschienen bei Jumbo, vorgeknöpft. Und wir starten wie immer mit den Rahmendaten. Forbidden City vom Spieleautor Rainer Kizia ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Ab 8 Jahre, Spieldauer wird angegeben mit 30 Minuten, ist erschienen bei Jumbo, illustriert ist es von Paul Windle Design und es kostet um die 24,99 €. Die Story bei dem Spiel ist folgende, und zwar sind wir Berater des jungen chinesischen Kaisers und der ist ein bisschen zu jung zum Regieren und deshalb wollen wir ihm diese Last natürlich gerne abnehmen und wir versuchen über chinesische Münzen, was hier quasi die Siegpunkte darstellt bei diesem Spiel, so viel Einfluss wie möglich im kaiserlichen Palast zu bekommen, um am Schluss dann der mächtigste Berater von allen zu werden. Genau, und vom Spielmaterial haben wir hier einmal den Kaiserpalast, der muss am Anfang zusammengebaut werden. Dann haben wir hier einen doppelseitig gedruckten Spielplan. Wenn man das Spiel das erste Mal spielt, wird empfohlen, dass man mit dieser Seite hier spielt. Nachher, wenn man das Spiel schon 1-2 Mal gespielt hat, kann man mit der Rückseite spielen. Der Kaiserpalast soll dann hier in die Mitte gesetzt werden, was aber etwas unpraktisch ist, denn wenn man sich beim Spielen gegenüber sitzt, sieht man nicht, was der andere nachher hier werden, nachher Plättchen angelegt. Denn Forbidden City ist ein Plättchenlegespiel und da kann man nicht so gut sehen, was der andere Spieler anlegt. Und von daher haben wir den Kaiserpalast immer runtergenommen und nicht stehen lassen in der Mitte. Jeder Spieler bekommt zu Beginn Fliesen und zwar ist das Spieleranzahl abhängig. Wenn wir zu zweit spielen, wird die Farbe lila und orange, eigentlich steht in der Anleitung gelb, aber ja. Ich finde, das ist orange verwendet. Das sind dann nämlich 30 Fliesen. Wenn man zu dritt oder zu viert spielt, sind es jeweils 24 Fliesen, die jeder Spieler bekommt. Und dann müssen von diesen Fliesen jeweils 6 aussortiert werden. Und zwar gibt es da so Fliesen, die haben in der Ecke eine 2 und die müssen dann jeweils aussortiert werden. Es gibt 3 verschiedene Farben auf diesen Fliesen. Wir haben einmal ja so weiße Fliesen, wir haben grüne Fliesen und wir haben rosane Fliesen. Christian hat das gerade mal rausgesucht. Achso, nee, was hast du nochmal? Ich wollte nur zeigen, also die gibt es dann eben artgleich für jeden Spieler. Das wäre jetzt meine Farbe vom Spiel. Und das wäre Michaela. Also Michaela hätte die Spielerfarbe lila und ich hätte die Spielerfarbe gelb-Strich. Orange, aber jeder hat genau den identischen Satz an Plättchen. Dann haben wir einmal Berater auf den Fliesen. Die hatte Christian ja gerade auch schon gezeigt. Einmal in der jeweiligen Spielerfarbe. Bei mir sind sie lila, bei Christian sind sie orange. Und dann gibt es auch noch Drachen auf den Fliesen. Und wie ich gerade eben schon sagte, es ist ein Plättchen-Legespiel. Das heißt, wir müssen diese Fliesen nachher aneinander legen. Von den Legeregeln ist es eigentlich, sollte man meinen, ganz einfach, wenn man sich die Anleitung durchliest. Ja, genau. Also ab hier ist alles ohne Obligo. Also ich sage schon mal kurz voraus, also wir haben die Anleitung mehrfach gelesen. Ich habe sie auch nochmal in der englischen Version gelesen. Und wir haben da so 1-2 Verständnisschwierigkeiten gehabt. Deshalb, wir erklären jetzt das Spiel so, wie wir glauben, dass es richtig ist. Aber da können wir nicht garantieren, dass das so stimmt. Genau. Wir haben hier die 4 Startfliesen, sagte ich ja gerade eben schon. Wenn wir anfangen zu legen, dürfen wir an jede Startfliese anlegen. Dann müssen wir grundsätzlich weiterschauen. Wenn wir Fliesen weiter anlegen, dürfen wir natürlich auch an die anderen 4 Startfliesen anlegen. Aber wir dürfen auch an bereits liegende Fliesen anlegen. Wenn wir da anlegen, müssen wir darauf achten, dass, wenn es unterschiedliche Farben sind, hier zum Beispiel weiß und grün, dürfen diese oder müssen diese durch eine Wand getrennt sein. Das heißt, ich dürfte diese Fliese nicht so hinlegen. Hier wäre nämlich auf beiden Seiten keine Wand. Das wäre nicht erlaubt. Ich müsste diese Fliese so hinlegen, dass diese beiden Farben durch eine Wand getrennt sind. Das Gleiche würde hier dann gelten. Ansonsten können wir jede Farbe an jede Farbe anlegen, soweit durch eine Wand getrennt. Wenn wir jetzt die gleiche Farbe haben, die darf ich wiederum da anlegen. So, und da kommt jetzt die Krux in der Anleitung. Wir haben das so verstanden, oder so steht es auch in der Anleitung drin, dass wenn man gleiche Farben aneinander legt, dass die nicht durch eine Wand getrennt sein dürfen. So, jetzt gibt es aber in der Anleitung auch ein Beispiel. Ich nehme nochmal ganz kurz eine weiße heraus. Die legen wir nochmal hier so hin. Und dann müssten wir nochmal gucken, ob ich hier noch eine weiße irgendwo finde. Habe ich hier noch irgendwo eine weiße Fliese? Das würde jetzt aber auch nicht gehen, weil die nicht verbunden wäre. Hier, ich lege die nochmal dahin. So, und wenn man jetzt die laut der Anleitung, da ist ein Beispiel drin, wo dann auch, hier sind ja, das ist ja alles die gleiche Farbe. Hier ist aber eine Wand und wir haben das so verstanden, dass gleiche Farben nicht durch eine Wand getrennt sein dürfen. Hier wäre jetzt ja der Raum weiß trotzdem noch verbunden, weil hier ja keine Wand ist. Hier wäre dann aber eine Wand. Und da ist für uns so das Verständnisproblem, es kommt nicht so ganz deutlich heraus, weil das ein bisschen unglücklich in der Anleitung beschrieben ist, ob zwischen den gleichen Farben eine Wand sein darf oder nicht. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das so zu spielen,
dass wir das gesagt haben, dass keine Wand dazwischen sein darf, sofern wir dann einen gleichfarbigen Raum aneinander legen. Genau. Was man bei den Wänden auch noch sagen muss, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, es gibt eben normale Wände, das sind diese durchgängigen, roten Linien, und es gibt eben Wände mit Torbögen, das ist auch ganz wichtig. Nee, das aber Wand ist gesagt. Wand. Genau. So, und es geht jetzt halt darum, wir wollen diese Räume, wir wollen Mehrheiten in den Räumen haben. Das heißt, wir legen diese Fliesen nachher nacheinander aus. Es ist immer so, dass abwechselnd jeder eine Fliese legt, die regelkonform anlegt, diese Fliese. Und wenn ein Raum abgeschlossen wird, wird dieser Raum gewertet. Wir können jetzt einfach mal diesen Raum hier abschließen, spaßeshalber. Ich lege hier nochmal so eine Fliese hin. Wenn hier ein Torbogen drauf ist, dann gilt, da ist da auch eine Wand dazwischen. Das heißt, das ist dann auch regelkonform. Das heißt, ich darf hier mit dem Torbogen diese Fliese da anlegen. Den legen wir nochmal hier, dann ist der abgeschlossen. Jetzt haben wir den weißen Raum abgeschlossen. Der ist jetzt vollständig durch Wände umgeben. Und jetzt wird der gewertet. Jetzt wird geschaut, wer hat in diesem Raum die Mehrheit an Beratern. Die habe jetzt nachweislich ich. Christian hat ja nur 2 und ich habe insgesamt 7 Berater. Jetzt zählt jede Fliese erstmal einen Punkt. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fliesen insgesamt bringt 6 Punkte. Dann wird noch geschaut, ist dieser Raum durch Torbögen mit benachbarten Räumen verbunden. Dann zählen nämlich diese Fliesen auch noch mit. Hätten wir einmal hier, hier wären wir mit der Startfliese mit einem Torbogen verbunden. Würde also auch schon mal einen Punkt bringen. Hier, der grüne Raum, ist auch durch einen Torbogen verbunden, würde auch einen Punkt bringen. Und das gleiche hier würde auch einen Punkt bringen. Wenn wir jetzt wichtig, die angrenzenden Räume müssen nicht abgeschlossen sein. Also es können ganz normal offene sein, trotzdem zählt die nackte Anzahl an Fliesen. Plus eventuell, wenn Drachen noch vorhanden sind, noch zusätzliche Punkte. Genau, so ein Drache zählt nämlich immer 3 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt ja gesagt, dieser Raum ist durch einen Torbogen, dieser rosa Raum, durch einen Torbogen mit dem weißen Raum, den wir abgeschlossen haben, verbunden. Das heißt, die beiden Fliesen zählen erstmal mit. Und der Drache, der zählt nämlich immer 3 Punkte, der zählt auch mit. Dann würde man das alles zusammenzählen, alle Fliesen plus eventuell noch Drachen. Und das würde man als Ergebnis in chinesischen Münzen dann ausgezahlt bekommen. Und wer am Spielende in chinesischen Münzen die meisten hat, gewinnt. Der zweite in diesem Raum, das wäre jetzt der Christian, der würde noch die Hälfte dieser Summe bekommen, das heißt die Hälfte der Punkte, die dabei rauskommt, abgerundet dann letztendlich. Hätten wir in einem Raum Gleichstand, das heißt Christian und ich hätten jetzt hier zum Beispiel beide nur 2 Berater drin, dann würden wir beide nur jeweils die Hälfte der Punkte dann bekommen. So, und das machen wir halt eben, dieses Abwechseln legen, machen wir so lange, bis nur noch 2 Fliesen übrig sind. Die werden nicht mehr ausgelegt, also das heißt, wir spielen im Prinzip 28 Plättchen aus, ein Zwei-Personen-Spiel. Und bei den letzten beiden Karten, die werden umgedreht und dann gibt es für jeden Berater, der auf den Fliesen noch da ist, gibt es jeweils 2 Punkte. Für jeden Drachen, der da ist, gibt es nochmal 3 Punkte. Genau. Und dann wird alles zusammengezählt und wer dann am Schluss das meiste Geldstrich, die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Genau, also eigentlich wie gesagt ein ganz einfaches Legespiel. Schade nur, kommen aber gleich im Fazit nochmal zu, dass die Regeln nicht so ganz eindeutig sind. Gut, dann legen wir einfach mal los. Haben wir das ja mal zur Seite und das nehmen wir auch mal zur Seite. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Platz. Dann nimmt sich jeder eine Fliese in die Hand, schaut sich die an und legt die an. Jetzt haben wir ja erstmal die Startfliesen noch zur Auswahl, wo wir anlegen können. Genau. Machen wir hier weiter, das passt so schön. Ich habe die Farbe gerade dabei. Also hier auch zum Beispiel, also diese Startfliese hat ja hier eine Wand, deshalb kann ich auch ohne eine Wand einfach direkt ranlegen. Das funktioniert ja auch. Ja, wobei die Startfliesen sind ja auch neutral, da kannst du ja auch mit jeder Farbe ranlegen. Mhm. Oh. Mhm. Ah, das ist jetzt natürlich blöde. Warum? Weil jetzt hätten wir wieder diese Geschichte, was du vorhin erklären wolltest. Ne? Also nach unseren Regeln darf ich den hier nicht anlegen. Ich bin zwar hier rosa, aber ich würde hier eine Wand haben, das dürfte ich nicht. Mhm. Und Wand an Wand darf ich bei Gleichfarben ja auch nicht. Das ist natürlich jetzt echt schade. Von daher machen wir den mal so. Mhm. Dann lege ich den doch mal dahin. Ah. Zack, nee, der ist noch nicht abgeschlossen. Nee, aber der ist abgeschlossen. Ah, der rosa Farbe. Das ist im ersten Gebäude. Oh, das ist aber ziemlich ungünstig. Das ist sehr vorteilhaft für mich, genau, weil ich jetzt da die Mehrheit habe. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich wollte es auch einfach mal für euch beispielhaft, dass ihr mal seht, wie wir jetzt zur Wertung kommen. Christian hat jetzt hier 3 Berater, ich habe 2 Berater, das heißt, Christian hat die Mehrheit. Das gibt richtig viel Punkte, aufgepasst. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück schon mal nur für die rosa Geschichte. Und jetzt kommen eben diese angrenzenden mit den Torbögen. Das heißt, Torbögen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7, weil hier ist auch eine Verbindung über die Torbögen. Das heißt 7 plus 7, das sind dann 14 Punkte für mich und 7 für Michaela. Genau. Danke. Ja, so nett bin ich, ne? Mhm. Richtig gut. So, ich packe den mal dahin. Ich muss hier mal sehen, dass ich hier ein bisschen... Das darf ich ja, das ist ja Mauer an Mauer. So, und ich schließe jetzt einfach mal den weißen Raum hier ab. Da bin nachweislich ich, die habe ich die Mehrheit. Gar nicht vertreten, das heißt, ich kriege da jetzt gar keine Punkte. Und das tut jetzt auch ein bisschen weh. Genau, so 1, 2, 3, 4, erstmal nur für den Raum. Hier ist auch verbunden durch einen Torbogen, bringt schon mal noch einen Punkt, sind also 5 Punkte. Hier mit dem Rosa ist es ja auch verbunden, das heißt, wir haben 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, ich bekomme 12. Und dann ist er hier auch nochmal verbunden. Ach Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, danke schön für den Hinweis, ist ja auch noch verbunden. 13, 14, 15, bekomme ich ja insgesamt 15. Und Christian bekommt keine, weil Christian keinen Berater auf diesen Fliesen hat. Und was wir ja schon eingehend sagten, die Räume, die benachbart sind, die dann mitgewertet werden, die müssen auch nicht abgeschlossen sein. Aber was halt nicht geht, ich bin zwar zu diesem hier benachbart durch einen Torbogen, aber es geht dann nicht weiter. Ne? Also ich kann jetzt nicht noch den grünen Raum damit werten. So weit geht es dann doch nicht. Nehme ich mir erstmal meine 15. Das ist das, wenn du keine weißen Kärtchen hochkriegst, dann kannst du da nicht rein. Das ist. Mhm. Ich habe schon gelegt, ich habe hier hingelegt. Ich glaub, alles das klar. Nicht gut, dann bin ich ja schon dran, weil du ja schon gelegt hast. Dann lege ich den mal dahin. Und dann mache ich den mal hier hin. Dann schließe ich spaßeshalber mal wieder einen Raum ab. Nämlich hier den grünen Raum, den hier, den kleinen Schlauch. So schnell? Mhm. Krass. Das sind hier 1, 2, 3 Fliesen. Die Mehrheit habe ich da. Da ist Christian wieder gar nicht drin. 3 Fliesen. Der Drache zählt 3 Punkte. Das heißt, es sind schon mal 6. Dieser weiße ist verbunden. Ist nochmal ein Punkt. Und dann bin ich ja hier mit dem rosa Raum noch wieder verbunden. Das sind dann 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also nochmal 14 für mich. Ich gebe mal 6 ab. Und nehme mir mal einen 20er dafür. Oder? Das waren 2 20er. Na, läuft, würde ich sagen, ne? Ja, momentan geht es einigermaßen, ja. Aber hier baust du ja auch für dich alleine, ne? Ja, du doch die ganze Zeit schon. Ja, man ist sich selbst am nächsten, ne? Ich muss hier auch mal mit rein. Und das hier ist jetzt zum Beispiel keine Verbindung. Hier ist zwar ein Torbogen, aber hier ist eine Wand. Das heißt, dieser Raum ist mit dem Raum nicht verbunden, weil hier auf der anderen Seite eine Wand. Das heißt, diese beiden Räume sind nicht benachbart. So, dann bin ich ja noch dran. Den darf ich da ja gar nicht anlegen, aber da dürfte ich ihn anlegen. Genau, ich glaube, dann habt ihr einen Eindruck bekommen. Wie gesagt, ein einfaches Plättchen-Legespiel. Man nimmt immer ein Plättchen auf die Hand, platziert es regelkonform. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese Regel. Könnt ihr vielleicht nochmal gucken, wenn ihr Forbidden City schon gespielt habt und ihr seht das vielleicht anders, dass man das vielleicht doch darf, wenn man den Raum schon irgendwie verbunden hat, dass man da vielleicht doch irgendwie das Plättchen angrenzend anlegen darf, wie wir es gesagt haben. Könnt ihr ja vielleicht mal schauen, wie ihr das seht. Ja, und ansonsten kommen wir jetzt mal zum Fazit zu Forbidden City. Jo, wer fängt an? Du fängst an. Okay. Also ihr habt ja schon gesehen, das ist ja so ein bisschen so dieser Carcassonne-Mechanismus. Ne? Also wenn man halt eben eine Mehrheit hat oder wenn man was abschließt, dann kriegt man entsprechend die Punkte. Ist also eigentlich ein ganz simples Spiel, aber die Regel ist wirklich schlecht geschrieben. Also ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und zwar wollte ich einmal hier mal ganz kurz zwei Sätze mal aus der Regel mal kurz vorlesen und die müsst ihr euch mal auf den Ohren zergehen lassen. Auf die Zunge zergehen lassen? Nee, auf den Ohren zergehen lassen, habe ich gesagt. Ich weiß. Gut, und zwar geht es halt eben hier um diese Regeln, wie man anlegen muss. Und zwar, die Fliese darf nicht zwei Räume mit unterschiedlichen Farben verbinden, wenn dazwischen keine Wand liegt. Das ist ja schon mal verständlich. Finde ich nicht. Zweimal negativ ist positiv. Ich finde den Satz schon, finde ich total murks. Und dann geht es weiter mit anderen Worten. Der Spieler darf nur die gleiche Farbe anlegen, wenn dazwischen eine Wand liegt. Und das ist ja schon falsch, weil dazwischen darf ja keine Wand liegen. Ne? Das nach ist unser also, Verständnis. Nach unserem Verständnis, richtig. Ist ja so, und auch, das ist dann ja auch hier so dargestellt. Ne? Also das ist nicht erlaubt,
zwei Farben, keine Wand dazwischen. Auf dem Kopf. Ja, ich weiß, aber das geht ja nur um die Farbe. Und hier, das ist erlaubt, Wand, unterschiedliche Farbe, so wie wir es jetzt spielen. Also das ist schon wirklich, das ist echt schlecht, muss ich einfach so sagen. Dazu kommt, hier sind ja auch noch so Beispiele genannt, da hatten wir ja einmal dieses Beispiel, was wir vorhin schon mal gezeigt haben, mit diesen Wänden bei gleicher Farbe. Und dann wird hier zusammengerechnet, wie viele Punkte denn der Spieler bekommt. Und da ist hier in diesem Beispiel, er kriegt 15 Punkte. 5 plus 6 plus 6 plus 3. Und die einen 6, die stimmen überhaupt nicht, weil da gar kein Drache in dem Raum selber drin war. Also ich weiß nicht, wer da Lektor war, wer das Korrektur gelesen hat, diese Anleitung. Die ist echt schlecht. Und sie ist auch in jeder Sprache schlecht. Also ich habe mir, wie gesagt, die Englische, also es sind mehr Sprachen hier drin, Französisch, Niederländisch, Englisch, glaube ich. Ich habe mir die Englische auch durchgelesen. Und es sind genau die gleichen Formulierungen mit den gleichen Fehlern, auch was die Beispiele und Ähnliches betrifft. Und ich weiß nicht, ob das nur durch irgendwie so ein Übersetzungsprogramm gejagt worden ist, ob das nie jemand Korrektur gelesen hat. Also es ist echt so schlecht, dass ich dem Spiel 3 Punkte geben kann. Es ist nicht zu empfehlen, weil so macht es Spaß. Es ist jetzt nicht so kommunikativ, aber es ist eigentlich schon ganz schön tricky, wie man halt eben die Sachen anlegen kann, dass man versucht, den anderen nicht partizipieren zu lassen, so wie Michaela das momentan sehr, sehr gut hinbekommen hat. Ist aber natürlich auch ein bisschen glückslastig, weil man weiß ja nicht, welche Fliese man bekommt. Man hat ja einen verdeckten Stapel, eben, der wird zu Anfang gemischt. Man nimmt dann immer die oberste Fliese und weiß ja nicht, welche man bekommt, weil man jetzt in der Farbe nichts bekommt, wo der andere vielleicht gerade einen großen Raum baut. Man kann da keinen Berater in der Farbe mit dazulegen, ne? Weil mit dazulegen ist schon nicht ganz unwichtig, denn man zumindest immer, ja, die Hälfte dann der Punkte. Genau, dass der andere nicht so schnell wegmarschiert. Genau. Also das funktioniert echt gut und es ist auch schon so, man muss ein bisschen nachdenken, so wie schaffe ich es, einen Torbogen vielleicht geschickt anzulegen, um dann darüber noch mehr Punkte zu machen. Um dann noch benachbarte Räume dann zu bauen, ne? Dass man dann noch mehr Punkte dann bekommt. Genau, und das ist schon, das ist eigentlich, das macht echt Spaß, aber wenn man so eine Anleitung hat und das geht nicht, also das sind, soll es nur 2 Regeln geben. Ich muss eben orthogonal anlegen, irgendwo mit einer Wand an der Wand oder mit einer Kante von dem Plättchen. Und dann, wie ich eben anlegen kann, gleiche Farbe, unterschiedliche Farbe. Nee, geht nicht. Das grundsätzliche Wesen von diesem oder die Grundsatzregel von dem Spiel wird nicht verständlich rübergebracht. Und das kann es nicht sein. Und da muss ich echt sagen, das ist nicht zu empfehlen. Wenn es eine vernünftige Regel hätte, das Spiel, dann wäre ich irgendwo so, ja, es ist ein ordentliches Spiel. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt den ganzen Abend spielen wollen würde, aber mal so für zwischendurch, okay. Aber mit der Regel, sorry, das gibt 3 Punkte von meiner Seite. Also kann ich nur nachvollziehen. Also wir haben das Spiel uns rausgeholt. Christian hatte sich die Anleitung mal durchgelesen, meint, das ist eigentlich ein einfaches Spiel. Und dann kamen wir aber halt auf diese ganzen Regelsachen, wo wir gesagt haben, das passt irgendwie überhaupt nicht und das ist total unglücklich geschrieben und unglücklich formuliert in dieser Anleitung. Vom Spiel her ist es eigentlich ein einfaches Legespiel, was auf jeden Fall Familienspiel tauglich wäre und auch Gelegenheitsspieler tauglich wäre, wenn ich diese Anleitungs- oder diese Regel ja Probleme letztendlich dann wären, weil ich glaube, da kann man auch, wenn man jetzt Familienspieler ist oder Gelegenheitsspieler, man liest sich so eine Anleitung durch. Ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man sich an ein Spiel ransetzen möchte und die Regel ist nicht gut geschrieben und man hat gleich Fragen, man kommt nicht weiter. Ich finde, das kann auch schon ganz schön frustrieren, weil eigentlich macht man ja, wenn man ein Spiel auspackt, man freut sich drauf, man möchte es spielen, deswegen hat man es sich ja auch geholt und möchte damit auch dann loslegen und dann finde ich es nichts frustrierender, als wenn die Anleitung nicht gut ist und man dadurch nicht ins Spiel reinkommt oder dadurch dann Fragen auftauchen und man einfach nicht weiterkommt. Und wir haben uns jetzt ja auch mit einer Sache beholfen und wir wissen ja gar nicht, ob das so richtig ist. Ich habe auch nochmal beim anderen, es wurde auch schon mal auf einem anderen Kanal vorgestellt, derjenige hat es dann auch so gemacht, dass dann diese Regel, dass man die Wand dazwischen haben darf, wenn das irgendwie passt, das hat er so mit aufgenommen. Also es wäre jetzt ja im Prinzip so, der dürfte dann hier liegen, weil hier wäre jetzt ja der rosa Raum trotzdem miteinander verbunden, auch wenn da jetzt eine Wand zwischen den beiden Fliesen wäre. Aber also wie gesagt, für uns war es nicht eindeutig, von daher haben wir es in dem Moment nicht dann mit aufgenommen. Oder wir haben es halt dann anders gespielt, wir haben es für uns dann anders ausgelegt. Ja, das finde ich auch sehr schade. Wie gesagt, ansonsten eigentlich einfaches Plättchen-Legespiel, aber es gibt ja auch schon so viele Plättchen-Legespiele. Wenn man sich anguckt, Carcassonne ist ja wirklich ein super tolles Plättchen-Legespiel, von daher ist dies ja auch keine neue Spielidee. Es hat schöne Sachen, was Christian schon sagte, diese Mehrheit ist ja auch keine neue Sache, kennt man ja auch schon von Carcassonne. Ganz nett ist halt diese Sache mit den benachbarten Räumen, dass man dadurch gucken kann, wie baue ich jetzt vielleicht, dass ich dann dadurch noch mehr Punkte bekommen kann, wenn ich jetzt an einen Raum, wo ich vielleicht anlege, ist ja wie gesagt sehr zufällig, welche Fliese ich bekomme, habe ich jetzt vielleicht eine andere Farbe, dann versuche ich vielleicht die noch mit anzulegen an den Raum, den ich vielleicht eh schon gerade baue, um den Torbogen, um dann vielleicht durch benachbarte Räume noch Punkte zu sammeln. Das finde ich ist eine schöne Idee,
Aber alles in allem muss ich auch sagen, es ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt schon Plättchen-Nägespiele, aber diese Regelprobleme, die vermiesen einen oder mir jedenfalls schon so den Spielspaß. Weil, wie ich schon sagte, ich finde nichts schlimmer, als wenn es eine Regel gibt, wo man dann Fragen hat und wo man nicht reinkommt und wo es dann auch noch so unglücklich geschrieben ist. Und gerade finde ich auch bei so einem einfachen Spiel. Es gibt ja so super komplexe Spiele, da kann ich mal verstehen, wenn man dann an einer Stelle hakt und dann nochmal nachlesen muss. Aber hier, das ist ja wirklich eigentlich ein simples Spielprinzip, da finde ich das schon sehr schade, dass es da nicht gelungen ist, da die Regel eindeutig rüberzubringen. Von daher sage ich auch, wenn diese Regelproblematik nicht gewesen wäre, wäre es für mich auch ein ordentliches Spiel gewesen, wäre es für mich auch 6 Punkte gewesen. Aber so muss ich auch sagen, ist es für mich auch eine 3. Es ist nicht zu empfehlen, dieses Spiel. Leider. Wegen der Anleitung. Ja, da sind wir uns ja leider einig. Genau. Das ist auch schon so hier, das ist gelb in der Anleitung, ne? Also es gelbe wird gesagt, Spielerfarbe. Dass die gelbe Spielerfarbe, das ist orange. Das ist orange, also auch wenn meine Augen echt immer schlechter werden, aber farbenblind bin ich noch nicht, also das ist so. Ja, es ist auch wieder so ein kleiner Fehler, ne? Ja. Gut, über den könnte man noch hinwegsehen, ne? Aber das Spielprinzip muss ja schon richtig beschrieben sein in der Regelanleitung dann. Okay, das war Forbidden City. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt, wie ihr es seht, ob euch das gefällt, ob ihr auch die gleichen Regelprobleme hattet oder ob ihr sagt, für euch war das überhaupt gar kein Problem. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sagen wir wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.